Radikale Solidarität. Nun, das Erste, was ich parallel zur Einladung sah, war ein Twitter-Beitrag, in dem es wieder einmal um eine drohende Spaltung der Gesellschaft ging. Ich würde gern über eine Grundvoraussetzung sprechen, die für jedwede Form von Solidarität vorhanden sein muss. Das gilt erst recht im Zeitalter der digitalen Moderne, in der sich Diskurse und Debatten zunehmend in die sozialen Medien verschoben haben. Sichtbarkeit ist nicht mehr das Hauptproblem. Ein Problem ist eher die wenig überraschende Polarisierung auf Plattformen, auf denen mit wenigen Zeichen oder kurzen Texten kommuniziert wird. Das Szenario einer Spaltung der Gesellschaft sehe ich als Teil der Polarisierung. Die Google-Suche dazu bringt übrigens 286.000 Treffer. Das Gegenargument zur Spaltung ist das Beschwören eines egalitären Wir-Gefühls. Ich werde den Verdacht aber nicht los, dass es dabei selten um das Überwinden von Konflikten oder ein Zusammenwachsen der Gesellschaft geht, sondern eher um die mantraartige Beschwörung eines Zusammenhalts. Das verstärkt aber nicht nur die Annahme, dass eigentlich alles ganz in Ordnung sei und Probleme lediglich Einzelfälle darstellen würden, also nicht systemisch oder strukturell bedingt sind. Es marginalisiert außerdem die Probleme von Minderheiten, die dadurch wieder als vielleicht nicht ganz so relevante Minderheitenprobleme erscheinen. Denn das Wir-Gefühl ist ja wohl eindeutig wichtiger. Würde ich die Notwendigkeit der Solidarität mit einzelnen Personen oder Gruppen überhaupt erkennen, wenn ich den Zusammenhalt einer Gesellschaft ständig von einer Spaltung bedroht sähe? Hier scheint also eher der Wunsch nach einer bequemen Einebnung vorzuherrschen und nicht die Bereitschaft, unbequeme Diskurse über Sachverhalte zu führen, die ja partiell einen brüchigen Zusammenhalt offenbaren würden. Eine pluralistische Gesellschaft sollte sich aber ihrer ständigen Wandlung und Heterogenität bewusst sein. Eingeebnet sind die Aufmarschplätze in gleichgeschalteten und totalitären Staaten. Ich würde mir deshalb wünschen, dass wir seltener über Spaltung reden und mehr darauf achten, wo der Zusammenhalt der Gesellschaft bereits vorhandene Risse zeigt, die zu schließen sind und für die eine radikale Solidarität ein geeignetes Mittel darstellt.